Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr seht, wird wieder aus dem Handy gefilmt. Also da hinter mir kommt gerade der Bus an. Und diesmal habe ich natürlich eine andere Handyhalterung gekauft, damit ich jetzt horizontal filme. Ihr seht schon, das ist deutlich besser. Das ist so, ist glaube ich noch ein bisschen besser. Dann seht ihr mich auch komplett. Ja, und zwar heute wollte ich irgendwie so das erste Mal so eine Storytime, würde ich das nennen, aufnehmen. Und ja, Plan ist, dass ich euch so ein bisschen was aus meinem Leben erzähle. Ja, und heute speziell, wie ich denn überhaupt zu meiner Liebe zu Autos und speziell zu JDM-Fahrzeugen gekommen bin, weil ich glaube, das interessiert recht viele und könnte durchaus interessant sein. Und anfangen möchte ich da natürlich in meiner frühesten Kindheit. Also eigentlich, ja, ich war schon sehr früh für Autos zu begeistern. Also ich konnte sehr, sehr früh schon alle möglichen Automarken aufzählen. Also das war nicht das Problem. Aber meine Eltern selber sind nie Japaner gefahren. Also wir hatten bei uns zu Hause keine JDM-Fahrzeuge, sondern meistens immer nur deutsche Hersteller. Also wir hatten viel VW, viel Audi, dann Opel, Ford etc. pp. Und jedenfalls war das Thema für mich dann natürlich erstmal als kleiner Junge nie wirklich, ja, ich muss jetzt ein japanisches Auto fahren. Das kam erst deutlich später. Und als junger Bengel wollte ich immer als erstes Auto ein Corrado haben, ein Calibra haben, solche Geschichten nehmen. Bis kurz bevor ich die Civic gekauft habe, wollte ich tatsächlich immer noch irgendwie einen Golf 3 oder sowas haben. Nicht, weil ich die Autos an sich schön finde, also gut, Golf 3 kann man viel draus machen. Und genau das war der Punkt, ich wollte viel aus dem Auto machen. Und jedenfalls habe ich mich, wie gesagt, früh schon für Autos interessiert. Damals eher weniger für japanische Autos, sondern mehr allgemein für Autos und damit natürlich eigentlich auch schwerpunktmäßig für deutsche Autos. Habe ich ja lange Zeit auf Mallorca gewohnt. Die Leute, die mich persönlich kennen, wissen das. Dort war dann so der Plan, okay, ich möchte irgendwann mal so einen Seat Leon Cupra haben. Und je länger ich da gewohnt habe, desto mehr ist natürlich auch diese Leidenschaft für Autos noch mehr entflammt, weil ich wurde natürlich auch immer älter, Führerschein kam immer näher und natürlich hat es mir dann nicht mehr genügt, irgendwie mit meinen Autoteppichen zu spielen, ja, mit meinen Autos, die ich mir von meinem Taschengeld gekauft habe, sondern dann hieß es plötzlich Need for Speed Underground, Underground 2, übrigens, wer die Spiele nicht kennt, ja, unbedingt nachholen, absolute Bildungslücke und mit den absolut verrücktesten Bodykits und da dachte ich mir so, alles klar, du willst auch so ein 350Z haben, der so ein absolut abartig krasses Bodykit drauf hat oder RX-7 und. Also was man da nicht alles kaufen konnte. Und ja, das war dann so das erste Mal, dass ich so wirklich mit diesen Fahrzeugen in Berührung kam. Also außer jetzt Gran Turismo 2 oder sowas. Aber das war für mich dann immer so, ja okay, sind coole Autos, sind coole Rennwagen. Aber nichts, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich das jemals besitzen würde. Und mit diesem Need for Speed Underground Geschichten wurde das erste Mal tatsächlich für mich greifbar, weil ich mir so dachte, okay, jetzt individualisierst du dein Auto selber, du machst selber irgendwie was da dran. Und da kam auch tatsächlich dann das erste Mal so wirklich extrem das Thema Tuning für mich auf. Und dadurch eben auch, wie gesagt, die ganze Thematik japanische Autos. Und neben dieser ganzen Underground-Geschichte kam natürlich auch noch Fast and Furious dazu, also Klassiker der Filmgeschichte für mich zumindest, extrem wegweisend, was so den Geschmack für Autos anging. Und ja gut, fürs Tuning würde ich jetzt erstmal nicht per se sagen, weil ich sag mal so, ja, das wird man heute wahrscheinlich nicht mehr so unbedingt so bauen, wobei das tatsächlich für die damalige Zeit ja nicht schlecht war, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Und auch da wurde das dann wieder immer stärker, ja, so ein Civic oder überhaupt diese ganze Geschichte Supra, Eclipse und. Eclipse fand ich auch lange Zeit super genial, wollte ich lange Zeit haben, will ich immer noch haben, also Eclipse der zweiten Generation und auch der dritten Generation immer noch absolute Favoriten sind, ja, also würde ich mir immer noch jederzeit kaufen und vielleicht passiert das auch mal irgendwann. Und jedenfalls, ja, kam dann ein paar Jahre später müsste das gewesen sein, so das erste Mal das Thema Social Media auf, also Facebook wurde gerade groß und wir ganzen jungen Kinder, würde ich schon fast sagen, also wir ganzen jungen Teenager, natürlich alle auf Facebook und SchülerVZ war ja nicht mehr so extrem in und jedenfalls begann ich dann plötzlich
mich damit auseinanderzusetzen, was es denn für Autoseiten gibt. Ja, weil ich dachte mir so, okay, du als passionierter Autoliebhaber, du musst dir das angucken, was es da so im Internet gibt. Und dann wurde ich auf die ersten Seiten aufmerksam, die ganzen JDM-Fahrzeuge hatten, und dachte ich mir so, wow, cool, sieht schon toll aus, so ein Skyline, oder sieht das schon toll aus, so ein Supra. Und ich habe zu der Zeit, das ist ein kleiner Exkurs, Pixel-Fahrzeug gemacht. Ich weiß nicht, ob einem das was sagt, so Manga-Cars nannte man das früher. Und jedenfalls hat man da mit Paint oder mit Photoshop, PaintShop etc., wie sie nicht alle heißen, Pixel-Tuning betrieben an so kleinen gepixelten Autos. Und da gab es welche im Forum, oder beziehungsweise gab es einen im Forum, der hat sich, also der kam aus Österreich, der hat sich erst ein EOR 9 gekauft, den komplett auf EK9 Optik gebaut, und dann hat er sich ein EE8 gekauft. Ja, und dann hinterher kam noch einer dazu mit einem hellblauen EOR 9, das ist der Michi, und der hat ihn tatsächlich bis heute noch, der Wagen, das war sein erstes Auto. Und ich habe halt direkt gesehen, okay, das kann man mit dem Civic machen, und das hat mich natürlich dazu angesprochen, noch mehr nach diesen Civics zu suchen. Und dann kam ich erstmal auf die Idee, okay, du möchtest ein EG, also kein EJ, sondern ein EG Civic, weil ich fand den schon immer schöner, und das war auch das Modell, was auf diesen ganzen JDM-Seiten damals doch deutlich mehr vertreten war, wenn es um Civics ging. Und ja, die Suche hat dann irgendwann begonnen. Also ich habe dann 2012 meinen Führerschein bekommen. Hätte ich mal vorher ein paar Jahre mehr gespart, dann wäre es mit Sicherheit auch ein EK4 geworden oder ein EG6, vielleicht auch ein Skyline. Also finanziell wäre einiges damals möglich gewesen. Jedenfalls habe ich dann natürlich auch angefangen zu sparen und geguckt und geschaut. Und wie das halt immer so ist, will man natürlich auch ein rostfreies Auto haben. Eigentlich eine super Basis zum Basteln und zum Schrauben. Und das habe ich tatsächlich damals auch immer gesucht und geschaut, immer, was kann man so dran machen, weil das ist ja auch wichtig. Ich will ja kein Auto fahren, was jetzt irgendwie, wofür es keine Teile gibt. Das möchte ich tatsächlich auch in Zukunft nicht unbedingt. Sondern ich gucke immer erst, was es an Teilen gibt, bevor ich mir das Auto wirklich kaufe oder extrem angucke. Jedenfalls kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, ja, lass uns doch mal schauen, ob es tatsächlich ein Civic wird. Und habe mich dann aber tatsächlich schon fast dazu hinreißen lassen, mir ein Mini zu kaufen. Also der Mini, der unter BMW entstanden ist, also nicht der ganz alte. Oder ein Grande Punto hatte ich mir, glaube ich, auch angeguckt, also so ein bisschen was Neueres, auch ein E46 Kompakt hatte ich mir angeschaut. Ja, einfach nur, weil ich mir dachte, okay, jetzt hast du eine Freundin, jetzt musst du vielleicht doch ein bisschen vernünftiger werden, in Anführungsstrichen, und dir vielleicht ein bisschen was Neueres kaufen, sage ich mal. Jedenfalls war das dann so die Idee, und dann sagte Kim irgendwann, du wolltest doch immer einen Civic haben, warum kaufst du dir nicht einen Civic? Das war so der Moment, da hat es Klick gemacht, und dann kam es natürlich darauf an, ja, was für eine Farbe willst du denn überhaupt haben? Und dann war auch schon langsam klar, es wird ein EJ9, ja, weil EK4 wurde da immer teurer zu der Zeit schon, und EK3 hatte ich damals tatsächlich noch gar nicht so auf dem Schirm unbedingt. Jedenfalls war dann die Frage Preface, Facelift, Farbe, und für mich war immer klar, ich möchte ein Facelift-Fahrzeug haben, was heute rückwirkend würde ich sagen, okay, ich hätte mir lieber einen Preface gekauft, den auf Facelift umgebaut, sauber, und dann wäre gut gewesen, weil mit Motorswaps ist es halt beim Facelift nicht ganz so einfach, wusste ich damals noch nicht, ich war halt jung. Und jedenfalls war es dann so, dass ich mich dazu entschieden habe, oder unbedingt dazu entschlossen habe eigentlich, ein gelbes Facelift-Fahrzeug zu haben, oder ich wollte unbedingt eins haben, in Y56, ihr kennt die Farbe, Sunlight Yellow heißt die, habe ich da natürlich auch intensiv gesucht. Ich habe nur sehr, sehr wenige gefunden, weil das eine der seltensten Farben ist, die es für den Hatch gibt. Ja, was soll ich sagen, ja, die Fahrzeuge, die ich gefunden habe, der eine war komplett verrostet, der andere hatte einen Unfallschaden. Also entsprechend standen die alle nicht mehr so gut da, und das hieß dann für mich, naja gut, dann fällt Gelb halt ins Wasser. Und da habe ich dann gesehen, in Dortmund stand dann einer, beziehungsweise Kimi hat den gefunden, ein B90P Civic Facelift, 75 PS, 154.000 Kilometer gelaufen, in der Cool-Ausstattung, also fast volle Hütte. Und da habe ich gesagt, ja gut, komm, ja, lass dir mal anschauen. Also der sah auf den Fotos nicht wirklich ganz so geil aus.
wer mein Auto schon mal live gesehen hat, weiß, der hat einen Hagelschaden, der hat hier und da viele Kratzer und der hatte damals so richtig ekelhafte Felgen drauf. Und das hat mich natürlich im ersten Moment abgeschreckt. Vor allem stand er bei so einem, naja, dubiosen Händler, würde ich sagen. Und der sollte ursprünglich mal 2.500 kosten. Und da dachte ich mir, okay, das wäre noch so gerade eben drin. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger für arbeiten müssen. Aber gut, lass mal hinfahren, lass den anschauen. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass der auf 1.550 damals schon reduziert war. Was mir natürlich sehr gut gepasst hat, weil ich natürlich dann hingehen konnte und hatte natürlich eine ganz andere Verhandlungsbasis. Ja, also ich hatte halt die Möglichkeit, das Auto direkt zu kaufen, zu bezahlen. Ich sage euch das ganz ehrlich, ich hätte damals 2.000 Euro angespart und hatte dann gesagt, gut, die könnte ich auch ausgeben. Was ich damals nicht wusste, ist das mit der Versicherung. Ich war halt ein bisschen grün hinter den Ohren. Ich wusste nicht, dass das alles doch so schnell auf einen zukommt. Dann habe mir entsprechend noch ein bisschen Geld geliehen von meinen Eltern für die Versicherung. Wie gesagt, das Auto habe ich selber finanziert. Und habe den dann gesehen, jedenfalls in Dortmund. Und habe gesehen, okay, unfallfrei, gut, ja, ne, zweite Hand. Was war noch? Ach ja, der war rostfrei, komplett rostfrei. Und das war natürlich der ausschlaggebende Punkt. Jedenfalls war das dann so die Idee, okay, ich kaufe den. Der hat dann 1,6 gekostet mit allem Schnickschnack. Und war dann ist immer noch mein erstes Auto. Ihr wisst ja, mittlerweile sind ja schon so ein paar Autos dazugekommen oder wieder gegangen. Jedenfalls kam ich so halt zu dem ganzen JDM-Thema. Einfach dadurch, dass ich hingegangen bin und mir eins gekauft habe, was ich ganz cool fand von der Optik. Klar, es ist jetzt kein Skyline, es ist jetzt keine Supra oder sonst irgendwas. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht irgendwann mal kommt. Ne? Also Honda ist ein tolles Auto und es macht auch echt Spaß. Also wirklich, auch mit den 90 PS geht er gut nach vorne, würde ich sagen. Allerdings ist das natürlich jetzt kein Endstadium. Also ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch irgendwann mehr kommen. Und ich habe momentan auch nicht so wirklich das Bedürfnis, irgendwie das Lager, also in Anführungsstrichen das Lager zu wechseln. Zu sagen, okay, ich möchte jetzt lieber ein deutsches Auto fahren oder ein amerikanisches Auto oder so. Nicht, weil es keine schönen Autos sind. Also bei den Amis, klar, die ganzen Oldschool-Fahrzeuge, ne, aus den 70ern, 60ern, hätte ich nach wie vor Lust drauf. Aber im deutschen Metier, sage ich mal, da würde mir, also was ich so gerne fahren würde, wäre nur E46 M3, E36, egal was, E30 und E39, also alles tatsächlich BMWs. Das ist so mein Weg gewesen zu den JDM-Fahrzeugen. Wie gesagt, es hat ganz klein angefangen mit der Leidenschaft zu Autos, wurde dann eben immer größer und kam dann irgendwann durch so Sachen wie Need for Speed Underground und Gran Turismo so ein bisschen in die japanische Richtung. Und ja, wirklich, wirklich ausschlaggebend war tatsächlich die ersten getunten Fahrzeuge zu sehen auf Facebook oder in Internetforen. Also früher hat man ja noch in Internetforen gepostet. Darf man heute keinem mehr erzählen, irgendwie sind die alle tot. Da hat man natürlich mega geile Autos gesehen. Also die Supras und Evos und alles, was da so gepostet wurde. Das war für mich damals unerreichbar. Vielleicht ist es irgendwann soweit und ich habe auch so ein Auto. Allerdings hat das so diesen Weg geebnet. Okay, ich will dieses Auto haben oder ich will diese Fahrzeugrichtung, dieses Land interessiert mich, was Fahrzeuge angeht, und das hat dann tatsächlich auch das Ganze nachhaltig geprägt. Ja, jetzt habt ihr nebenbei noch die Story von meinem ersten Auto gehört oder wie ich zu meinem ersten Auto kam. Ist tatsächlich gar nicht so extrem spannend. Ja, also ich habe als ein EG haben wollen und dann ein EJ, dann natürlich ein Facelift in Gelb. Naja, findest du nichts für bezahlbares Geld, zumindest nicht im Zustand, den ich haben wollte. Ja, und dann kam natürlich ein B90P Civic vor die Flinte. Ich muss sagen, was ich gerade vielleicht nicht so erzählt habe, ich fand die Farbe am Anfang nicht schön. Ja, also ich habe den gesehen und dachte mir so, ja, ist halt jetzt so dunkelblau. Ja, also ich fand die Farbe am Anfang nicht schön. Man musste sich echt damit arrangieren. Also ich musste mich damit arrangieren. Mittlerweile finde ich das neben Gelb tatsächlich eine der tollsten Farben für einen Civic. Die einzige Farbe, die ich noch cooler finden würde, ist Mintgrün, was es fürs Facelift gab. Ich habe gerade gar nicht den Originalfarbnamen im Kopf. Und das wäre natürlich auch noch ein heißer Kandidat gewesen. Die waren allerdings noch
ein bisschen seltener, finde ich, als das Gelb. Sind heute auch noch extrem begehrt, extrem selten, extrem teuer. Von daher, naja, ist es halt ein E9 in B90P geworden, der allerdings, wie ihr wisst, schon bald auf EK4-Technik umgebaut ist. Naja, zumindest Ende der Saison, ihr werdet auf jeden Fall dabei sein. Ja, und das war halt heute mal ein bisschen mehr Gequatsche, nachdem ja letztes Mal das Tuning-Treffen angesagt war. Das war jetzt meine erste Storytime. Ja, ist für mich ungewöhnlich, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Allerdings finde ich das jetzt nicht schlecht. Aber vielleicht ist es mal ganz interessant zu wissen, wie ich eigentlich zu dem Auto gekommen bin oder auch überhaupt zu diesen japanischen Autos. Weil natürlich die meisten Leute, die ich damals so in meinem Umfeld hatte, haben sich natürlich für Fußball interessiert. Und von daher ist das, glaube ich, auch ganz interessant. Ja, jetzt allerdings genug Gequatsche. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, schönen Tag noch und tschüss!